Hallo zusammen, ich begrüße euch in einer lang nicht mehr gesehenen Welt, an einem lang nicht mehr gesehenen Ort, zu einer lang nicht mehr erwarteten Zeit. Und ja, wir sind hier. Ich weiß nicht, wer das eigentlich alles noch kennt hier. Das hier ist Oblivion. Haha, das Projekt lief vor etwa 3 Jahren mal bei mir auf dem Channel. Und wir haben es damals nicht zu Ende gebracht. Ich weiß nicht, wer von den Leuten, die damals zugeguckt haben, überhaupt noch dabei ist. Wir sind auf jeden Fall damals nicht bis zum Ende gekommen. Und folglich musste es natürlich irgendwann weitergehen. Und da Siedler 5 nun vorbei ist, guck mal, ich stelle mich mal hier oben hin. Da Siedler 5 nun vorbei ist, ist Zeit für eine neue Season von Oblivion. Ich weiß nicht mehr, wie alles geht hier. Ich weiß auch nicht mehr, was großartig Sache war, was wir noch zu tun haben. Aber ich weiß, dass es jetzt damit jetzt erstmal weitergehen wird. Wenn man sich das Ganze so anguckt, hier Festung Grief und hier war Bravil, genau, da konnten wir irgendwas machen. Und wir hatten hier, was haben wir hier eigentlich? Das Jägersjagdrevier. Okay, eine kleine Karte. Aktive Missionen, gar keine. Das ist ja mal geil. Laufende Missionen, genau, da können wir hier schon mal gucken, was wir machen müssen. Die ersten 10 Exemplare Nirnwurz gegeben. Wenn ich mittlere Form der Erforschung wollte, bräuchte er 20 mehr. Das heißt, da muss ich nochmal 20 holen. Und dann statt Bruma, bei den Zauslosen und den Zugang verschaffen. Sobald ich drin bin, soll ich einen tragischen Unfall vortäuschen. Aha. Das muss ich also auch noch tun. Okay, da muss ich hier meiner Mördergilde hier Wege zollen. Okay. Orden des tugendhaften Blutes. Ein Mann Unterstützung bräuchte in einer Angelegenheit, die sie von allergrößter Wichtigkeit für Sicherheit der Bürger von Kaiserstadt bezeichnete. Okay. Ich habe in jüngeren Amiras erfahren, dass sie den Daedra für nur jemanden Widerlichen beschwören. Wenn ihre Hilfe wäre, ich mir so unansehnlich wie möglich machen müssen. Okay, dann muss ich mich irgendwie verwandeln. Vater Morgenröte, Joffrey möchte, dass ich Baurus in Lutherbrods Pension der Kaiserstadt kontaktiere. Also sind aber schon noch ein paar Missionen hier. Ich bin der Magiergilde beigetreten. Für den Zugang zu geheim muss ich Empfehlung schreiben vom sämtlichen Vorsteher der örtlichen Gildenhallen ein. Na super. Kämpfer in der Arena-Gruppe, okay. Und fischen gehen. Ach ja, genau, hier. 12 Schlachterfischschuppen brauche ich auch noch. Mhm. Jo. Das sehen wir, ist hier auf der Karte zu tun. Genau, im Lake Rumore. Wir sehen hier noch die Stadt. Ja. Also, wie ihr seht, wir haben hier ja so ein bisschen was geschafft. Wenn ihr das alles nicht wisst und nicht wisst, oh Gott, was hat der Typ hier eigentlich alles gemacht? Dann, ja, könnt ihr gerne nochmal die anderen Folgen angucken, die alten Folgen. Ich glaube, ich werde das auch tun müssen, denn, ja genau, hier ist ein Tor nach Oblivion zum Beispiel. Ich werde das auch tun müssen, denn ich habe selber auch keine Ahnung mehr. Wo genau zum Beispiel mein Pferdchen ist. Ich hatte auf jeden Fall ein Pferdchen. Und abgeschlossene Missionen sehen wir hier. Haben wir zumindest auch schon einen ganzen Haufen. Das ist ja schon mal was. Und hier haben wir unsere coolen Zauber. Also leichte Wunden heilen, kalte Berührung und so weiter und so fort. Das ist doch schon mal ganz geil. Und hier unsere coolen Items. Ach ja, genau hier. Rüstungspunkte 6, eingehüllte Rüstung. Genau, das macht hier nochmal die geilen Effekte. Aha, ich weiß gar nicht, warum wir die nicht anhaben, diese Rüstung. Wahrscheinlich, damit die nicht kaputt geht oder so, würde ich mal vermuten. Weil die Kettenbeinschienen zum Beispiel, die sind schon ein bisschen abgenutzt. Stiefel des Aals, die sind zum Beispiel kaputt. Die müsste ich irgendwann mal wieder reparieren. Nein, jetzt habe ich die umgerüstet, wollte ich gar nicht. Und wir sehen ja, was wir sonst auch noch alles haben. Wir haben, oh, hier, guck mal, einen Haufen Silberpfeile haben wir auch noch. Uiuiui. Das frierende Schwert, genau, was ich auch mal irgendwie hatte. Also, wir sehen, ich habe einiges, was ich noch ändern muss. Und wir sehen ja auch unsere ganzen Fertigkeiten. Intelligenz bin ich wohl ziemlich gut gerade. Da bin ich wohl übermäßig begabt. Und Geschicklichkeit auch, okay, weiß ich nicht, was genau. Ja. Also wir werden heute in dieser ersten Folge erstmal ein bisschen rumlaufen und uns ein wenig wieder dran gewöhnen, was wir hier eigentlich alles haben. Und als erstes möchte ich vielleicht mal darüber gehen, weil wir dort doch bestimmt uns ein paar Sachen verkaufen können.
uns ein wenig heilen können. Na, wobei heilen braucht man nicht, aber wir brauchen, müssen Sachen verkaufen, weil ich habe gerade gesehen, dass mein Inventar schon wieder so kurz vorm Zusammenbruch steht. Ich bin schon wieder ein wenig überladen und ich glaube, ich werde einfach mal tatsächlich irgendwelche Sachen verkaufen, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Man kann sich ja immer noch jede Menge Tränke mixen, wenn man möchte. Und den Rest, den ich jetzt da nicht brauche, den werde ich dann einfach mal wegzwiebeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt überrascht seid, dass ich dieses Projekt weitermache. Ist ja die Dienstags-Donnerstag-Schiene. Und montags läuft ja immer noch Age of Empires. Hätte natürlich sein können, bestimmt haben einige von euch auch ein bisschen Siedler erwartet oder so. Das kommt jetzt aber gerade mal nicht. Das wird später wieder kommen. Warum das jetzt nicht kommt, hat auch eine relativ einfache Erklärung. Denn ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Siedlerprojekt noch so durchkomme. Okay, da kommt hier so eine komische Krabbe. Und Zong, weggeschnetzelt. Sehr gut. Krabbenfleisch. Ja gut, wenn ich das mitnehme, haben wir das Problem, dass ich dann leider ungünstigerweise... Ich war noch nicht ganz geheilt, sehe ich. Dass wir dann ungünstigerweise ein wenig zu überladen wären, würde ich sagen. Wo ist denn unser gesamte... Ach, hier genau, hier ist das gesamte Inventar. Ja, seht ihr mal. So, hier, guckt euch das an hier. Billigen Wein habe ich noch dabei. Ausdauer wiederherstellen, okay. Guckt euch das an hier, was ich alles habe. Wir haben hier Ektoplasma und so ein Zeugs. Wiederherstellen Stärke, wiederherstellen Konstitution. Also ich könnte hier theoretisch einfach noch ein paar Sachen zusammen mixen. Oder einfach irgendwelche Sachen essen. Koboldgalle habe ich auch so viel. Hier Krabbenfleisch habe ich noch 5 Stück von. Können die eigentlich einfach mal kommen. Wir machen einfach mal, wisst ihr, was wir machen. Wir nehmen unseren Stößel hier und dann packen wir uns mal. Wo ist denn das Krabbenfleisch? Nee, nicht alle. Halt. Wie macht man das jetzt wieder weg? Entfernen. So. Wie mache ich denn nur einen da rein? Oder muss ich alle nehmen? Ach, ich glaube, ich muss einen nehmen. So. Scumpout. Warte, was macht das? Schaden auf Ausdauer, Schock widerstehen, wiederherstellen, Konstitution. Schock widerstehen, das ist doch geil. Schaden reflektieren ist natürlich ein bisschen geiler. Schaden auf Ausdauer. Komm, wir nehmen mal eine Scumpout da rein. Schock widerstehen 15%. Naja, okay. Erstellen wir mal einen. So, ein neuer Trank. Wunderbar. Dann können wir uns das Krabbenfleisch hier noch mitnehmen. So wünscht man sich das doch. Haben wir noch ein bisschen was eingesagt. So, jetzt müssen wir gleich gucken, weil hier ist wieder so eine Ruine. Nicht, dass hier irgendwelche feindlichen Leute lauern. Ich weiß ja noch, dass in diesem Spiel so ziemlich überall irgendwelche Typen gelauert haben. Hier sieht es jetzt aber tatsächlich gerade mal ein bisschen friedlicher aus. Oh, guck mal. Na super, hier geht's in den Keller. Das heißt, hier haben wir bestimmt irgendeine... Nee, hier haben wir nichts. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, hier ist schon wieder irgend so eine Tür bestimmt, wo wir dann in eine Gruft oder sowas reinkommen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Oder geht es hier runter? Nee, hier geht es auch nicht runter. Okay, gut. Dann möchte ich mir doch mal hier noch als auf die Karte einen Blick gucken. Ach so, ja, ich kann da ja auch direkt hinreisen. Ja, okay. Aber dann sehe ich ja nichts. Ich muss ja ein bisschen was sehen. Ich will ja ein bisschen was sehen. Ey, kann ich da nicht runterspringen? Gibt's doch nicht. Wieso kann ich da nicht runterspringen? Was ist das denn? Was ist das denn komisches? Ja, ich kann da nicht springen? Ist ja blöd. Dann muss ich irgendeinen anderen Weg finden, offenbar. Die Frage ist nur, wie? Wo lang? Das muss hier rüber gehen. Es geht nicht, geht ja gar nicht anders. Guckt euch das an, hier, man kann hier gar nicht laufen. Ich kann hier auch nicht springen auf dem Ding. Hä, wie bekloppt ist das denn? Na gut, dann probieren wir mal, ob wir hier irgendwie langkommen. Hier werde ich auch nicht langkommen. Hä, komme ich hier nicht raus? Muss ich mich jetzt echt porten? Ach, Leute. Meine Güte. Ja, dann reisen wir nach Braunschimmelstätte. Ist mir doch egal. Guck mal, hier ist ein Pferdchen. Und, wir packen jetzt mal Schwert ein. So.
Ach, guck mal, Pilzchen gibt's ja auch genügend. Wie geht es euch? Wie geht es euch, Bravil-Wache? Was? Ja, was gibt's denn so? Gerüchte! Ich habe gehört, wie jemand sagte, Aleron Locke würde vermisst. Mhm. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Seine Frau Ursanne ist außer sich vor Kummer. Ja, die haben alle so eine tiefe Stimme. Oh, was ist denn mit dem Aleron? Ursannes Mann, Aleron, ist verschollen. Die Ärmste, ich sah, wie sie an der Kapelle weinte. Ich hoffe, jemand kann ihr helfen. Na, das werden wir doch mal probieren. Das werden wir doch machen. Dann werden wir natürlich... Okay. Da steht einfach mal ein Pferd vor der Tür. Na, warum nicht? Ein Rotfuchs. Na klar. Da steht einfach mal ein Pferd vor dem Tor. Warum auch nicht? Ist die neue Stadtwache hier. Die machen das. So, herzlich willkommen. Guten Tag hier. Guten Tag, werte Wache. Was haben Sie denn zu sagen? Und dienen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist schön für euch. Was gibt's denn hier noch an Gerüchten? Behaltet den Stadtschwimmer im Auge. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, wenn sie nicht in den Kanälen ist. Aha, Stadtschwimmer. Okay. Auch ihr. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Silberheim auf dem Wasser. Ich möchte ja eigentlich irgendwo nur verkaufen. Das hier, Fair Deal, das hört sich doch gut an. Fairer Deal klingt gut, ich möchte nämlich Sachen verscherbeln. Bitte mal. Guten Tag. Hallöchen, ich möchte das Bier klauen, wenn ich darf. Darf ich? Nee, ich darf nicht klauen. Ja, wäre ja auch unlogisch. Hier könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Das finde ich gut. Ich bin Nilaven. Was kann ich euch bringen? Ja, erstmal, erstmal hier. Lasst euch Zeit. Oh, die ist schon bei 70. Okay, ach, das ist ja super. Das ist ja spitzenmäßig. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Oh, geil, die hat auch Fischerwartstiefel. Okay, Weiß nicht, was die uns bringen sollen. Gewand der Kreativität, wow. Festigen an Intelligenz. Festigen Persönlichkeit und Willenkraft. Gut, Leinenschuhe, na gut, das bringt jetzt alles mir nicht viel. Lederbeinschienen, okay, Hier auch noch ein bisschen Wein und Mais und was auch immer. Oh, Ausdauer absorbieren. Hat die das Buch dafür. Das ist aber auch wieder was Einmaliges hier, ne? Das ist natürlich doof. Die Wolfskönigin Nummer 2. Okay, die hat hier einen Haufen, wieder einen Haufen Bücher und sowas. Seelensteine. Okay, ach Gottchen, ey. Ah, was man da alles wieder hat, ey. Das ist ja Wahnsinn. So, ich möchte gerne verkaufen. Feilschen? Okay. Ja, feilschen wir noch mal ein bisschen hier. Können wir ein bisschen feilschen? Geht das? Anscheinend, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was wollte ich denn verkaufen hier? Was wollte ich denn Schönes verkaufen? Also wir müssen auf jeden Fall hier Ausdauer wiederherstellen. Leben entdecken, das war ganz cool. Aber den Ausdauer wiederherstellen dran, den brauche ich doch echt nicht. Das habe ich überall bei. Komm, verkaufen wir den hier mal. Billigen Wein. Entzug Geschicklichkeit, der macht auch nur Ausdauer wiederherstellen. Komm. Festigen Glück. Ich weiß ja nicht, was das alles soll. Stimmt, deswegen wollte ich die alle hier behalten, weil die alle so Feuer widerstehen und sowas haben. Gift widerstehen ist eigentlich auch ganz cool. Krankheit widerstehen. Oh Mann, ey. Ja gut, ich weiß schon, warum ich die alle... Wow. 4 Punkte und Magika festigen 24 Punkte. Okay. Ich weiß schon, warum ich die alle behalten habe, ne? 3 Punkte für 13 Sekunden? 3 Punkte ist aber jetzt nicht viel. Wo habe ich denn hier die anderen? Wo habe ich denn die anderen Dinger? Egal. Schock widerstehen, Komm, ganz ehrlich, hier verkaufen wir mal 3 Stück. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, okay, dann gehen wir nochmal ein bisschen mehr hier. Schockschild. Das ist so wie immer, ne? Ich verkaufe immer alles. Ach hier, Lebensenergie wiederherstellen, 20 Punkte an selbst. Genau, das sind die richtigen Sachen hier. Die sind cool. Und nicht sowas hier mit 3% oder so. Na gut, wir werden sie irgendwann ja mal brauchen. Zauberabsorption, das klingt auch sehr geil, ne? Ausdauer verstärken. Das sind alles so Sachen, die könnte man einfach mal ausprobieren. Was ist das denn? Lebensenergie festigen, Entzug geschicklich. Lebensenergie festigen?
Ausdauer verstärken. Auch schon wieder sowas hier, ey. Meine Güte. Feder. Mhm. Coole Kiste. Aber, nee. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ja, habe ich. Daran habe ich richtig viel Gold verdient. So, komm, gehen wir nochmal ein bisschen mehr. Magicka wiederherstellen. Das ist auch gut. Aber wir haben echt ziemlich viel. Konstitution, 2 Punkte für 7 Sekunden. Ja, ich habe keine Ahnung. Wiederherstellen, Stärke. Oh Gott, nee. Was können wir hier mal verkaufen? Wir können doch auf jeden Fall was doch hier, die Krabbenfleischdinger. Oder soll ich echt lieber Tränke daraus brauen und die dann verkaufen? Na komm, wisst ihr mal was? Dass ihr bei mir eingekauft habt. Wisst ihr mal was? Das machen wir nämlich einfach mal. Wir mixen einfach uns daraus ein paar Tränke. Den habe ich doch irgendwo bestimmt schon auf irgendwas gelegt, ne? So, komm, wir nehmen uns mal komische Krabbenfleischzeug. Und dann... Oh, das sind natürlich nur so tolle Sachen hier, ne? Nee, entfernen. Habe ich hier irgendwas, was hier total gammelig ist? Also überhaupt nicht brauch. So, Mais hier. Ausdauer wiederherstellen, wiederherstellen, Intelligenz und Schadengeschicklichkeit. Ja, komm, hier machen wir Mais rein. Und Reis, Ausdauer wiederherstellen. Oder so, ne? Ja, machen wir ein bisschen Reis. Genau, machen wir Ausdauer wiederherstellen. So. So, machen wir mal so. Haben wir erstmal ein paar Tränke. Nein, das wollte ich gar nicht. Sorry. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ja, na klar, mit mir war es auch ein Vergnügen. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? So, guck mal hier. Ausdauer wiederherstellen. Achso, nee, meine. Ausdauer wiederherstellen. Guckt mal. Ach, hier. Wir haben den hier echt, den schwächeren, habe ich ganz viel. Macht mir ein besseres Angebot. Oh, okay. Dann gehen wir mal auf 65% mehr zurück. Jo. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das ist ein echtes Schnäppchen, das wollte ich doch sagen. So, haben wir richtig viel Geld jetzt erstmal gemacht, haben wir hier ein paar Sachen rausgeballert. Und was wollen wir sonst noch loswerden? Ach, hier Nierenwurz haben wir noch 3 Stück, okay. Was hätten wir sonst noch? Was haben wir sonst noch ganz viel hier? Was man irgendwie, sonst haben wir gar nicht so viel. Was können wir hier verkaufen? Warum müssen wir hier irgendwas loswerden unbedingt, was hier besonders schwer ist? Ist eigentlich alles okay, ne? Die Schürze der Geschicklichkeit hier, die ist eigentlich auch echt cool. Oh, die ist aber bald schon kaputt, sehe ich. Die sollten wir mal reparieren lassen. Uiuiui. Schürze der Geschicklichkeit, die muss ich ja mal... Die muss ich dann aber mal richtig reparieren und so. Jo, also ich habe... Uns bald wieder? Ich habe echt nicht so wahnsinnig viel Zeugs, was ich essen kann. Was Überprobier. Ein hübsches, erzähl doch mal. Junges Ding, wie ich in dieser Sumpfstadt macht. Ich habe das Geschäft von meinem verstorbenen Ehemann geerbt und versuche es am Laufen zu halten. Ja, super, das finde ich mal cool. So läuft das. Varun Vamori ist wirklich ein gewandter Redner. Ah, Varun Vamori, na super, noch so ein Typi, den wir irgendwie kennenlernen müssen oder so, wie auch immer. Zwar 58 bis 275, das ist auch wieder klasse. Wir haben ja echt nichts dabei. So, dann muss ich jetzt mal gucken, dass wir hier diese komische Schütze der Geschicklichkeit. Was war das mit der eingehüllten Rüstung? Guck mal, ist doch voll geil. Die Schürze der Geschicklichkeit ist nämlich nicht so gut wie diese Rüstung. Warum habe ich dann diese Schürze an? Wie ging das jetzt nochmal mit dem Reparieren? Wo haben wir jetzt Reparaturgedöns? Ach, guck mal hier, so ein Zinnmesser und so ein Zeugs, ey, Alter. Was habe ich denn hier alles? So, Reparaturhammer. Aha. Muss man mindestens Waffenschmied Geselle sein. Na, toll. Na, klasse. Das ist ja super. Dann reparieren wir nur die Dinger. Und die Kettenbeinschienen auch. Subi. Kettenstiefel können auch nochmal, Kettenhandschuhe auch nochmal. Gut. Und wir haben sogar echt noch 5 Hämmer, weil wir irgendwie so gut sind. Das ist ja geil. Gut, wir müssen mindestens Geselle sein im Reparieren. Das ist ja wahnsinnig toll. Wo kriegen wir das dann hin?
Ja. Oh, guck mal hier, getötete Personen. 46 schon getötete Kreaturen, 205. Alter, wir sind ja echt ein Massenmörder, das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. So, Wortgewandtheit. Ja, Schleichen sind wir bald besser, guckt euch das an. Und leichte Rüstung. Ja, ja, gut, Stufe Lehrling. Wir sind hier überall Lehrling. Wieso sind wir überall nur Lehrling? Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht irgendwo besser werden? Oh, hier bin ich Novize schon. Uiuiui. Oder erst. Erst Novize. Na, klasse. Jo, das wär's aber dann für die erste Folge hier. Denke ich mal. Oder soll ich noch ein paar Tränke verkaufen? Ich weiß nicht. Wir lassen das jetzt erstmal so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und schauen mal, was es noch so Tolles gibt in dieser kleinen Stadt oder ob ich hier überhaupt jetzt gerade rumlaufe. Es ist so, weiß nicht, so friedlich, ne? Sollte ich lieber so laufen, ne? So sieht man irgendwie mehr. nee, komm. Ja, wir schauen dann nächstes Mal, was es noch hier in dieser Stadt gibt, in dieser verlassenen Bruchbude oder ob wir irgendwo draußen noch irgendwelche Viecher jagen und wir müssen uns natürlich dann der ein oder anderen Quest auch stellen. Ich glaube, das wird auch erstmal... Nein, ich will nichts Nützliches. Das wird auch, glaube ich, erstmal so sein, dass ich mich, um erstmal reinzukommen, hier ein bisschen umhöre und danach, um noch weiter reinzukommen, dann... Oh, guck mal, hier kann man noch sowas verkaufen hier. Silberglas. Können wir das noch verkaufen dann irgendwo. Oh, Reparaturhammer. Das ist gut. Vielleicht das braune ist ein. Mal sehen, vielleicht werden wir es irgendwo los. Ja, und uns dann halt um die Quest auch noch kümmern, damit wir da noch ein bisschen was zu sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch gefällt, dass dieses Projekt jetzt weitergeht. Bis dahin, schaltet ein und schreibt fleißig in die Kommentare, damit ich weiß, was ich machen muss.